Mein lieber Freund und Kollege Johannes ist endlich zurück von der E3 und stürzt sich direkt wieder in das ganz große neue angesagte Thema. Denn während wir alle mit der E3 beschäftigt waren und gar kein Auge für sowas hatten, ist bei Steam ein Spiel heimlich getrennt wie kein anderes. Nämlich Dead by Daylight ist im Moment der absolute Top-Seller, der Top-Renner. Und du hast dir das erstmal angeschaut und willst mir erzählen, warum das gerade so abgeht. Ja, das habe ich mich nämlich selber auch erstmal gefragt, auch als ich erstmal ein bisschen Gameplay gesehen habe. Eine Erklärung ist sicherlich, dass Gronkh es gespielt hat. Ja. Das muss man dazu sagen. Aber was wir hier sehen, ist ein Multiplayer-Spiel. 4 gegen 1, also asymmetrisches Multiplayer-Spiel. Und ein klassischer spielbarer Horror-Trash-Movie. Das heißt, genau das Richtige für dich, weil du bist ja ein passionierter Horrorfilm, oh ja, der überhaupt nicht schreckhaft ist. wer das Outlast 2 Gameplay-Video von E3 schon gesehen hat von mir, weiß Bescheid. Naja, also das ist wirklich ein klassischer Horror-Trash-Movie. Das Setting ist einfach nur, wir sind gefangen in einer Arena mit vier Opfern, wie sie genannt werden, also 4 normalen Menschen, und da ist ein Killer unterwegs. 3 verschiedene Killer gibt es zur Auswahl. Es gibt einen mit einem Hackebeil, es gibt so einen Jason-Typen mit einer Kettensäge, und dann gibt es noch so ein fieses Vieh, das sich unsichtbar machen kann. Und die 4 Opfer müssen aus dieser Arena entkommen, indem sie Generatoren aktivieren, so wie der, an dem uns ja jetzt gerade oder mein Kollege sich gerade zu schaffen macht, und dann aus der Arena entkommen, indem sie so ein Tor öffnen. Man sieht jetzt gerade schon, man kann kooperieren, also ich heile gerade hier meinen Kollegen, der hat schon einmal einen abbekommen. Man sollte auch tunlichst kooperieren, denn wenn man zusammen an diesen Generatoren arbeitet, so wie jetzt, dann geht es deutlich schneller. Und Geräusche sind ein ganz, ganz großer Punkt in Dead by Daylight, denn sowohl die Generatoren machen Geräusche, es gibt auch immer dann diese komischen Quicktime-Events, die können zufällig auftreten, während man so ein Teil repariert, und genau jetzt hat mein Kollege gerade in so einem verkackt. Das heißt, das Ding fängt laut an zu knallen und das wird dem Killer auch angezeigt. Und dann kann man davon ausgehen, dass der sich mal langsam nähert. Und was kann man denn jetzt als Spieler konkret machen, wenn der Killer hinter dir ist? Muss man dann wie in Irrer weglaufen? Ja. Okay, das heißt, es gibt keinerlei Möglichkeiten, sich zu wehren. Es gibt normalerweise keine Möglichkeit, sich zu wehren. Du kannst später Items finden. Ich trage hier ein Item in einen Arztkoffer. Die kann man finden in Kisten auf der Map oder aber auch freischalten. Es gibt so ein kleines Upgrade-System, in dem man Blutpunkte investiert und dann so ein bisschen Perks und neue Updates für seine Charaktere freischaltet. Und dazu gehören eben auch Items wie dieser Arztkoffer, mit dem ich andere Leute und mich selbst auch heilen kann. Und es gibt eben auch eine Taschenlampe. Und mit dieser Taschenlampe kann ich zumindest 2 von 3 Killern gut blenden, um dann zu flüchten. Und hier sieht man, jetzt ist genau das passiert, was nicht passieren sollte. Der Killer hat mich entdeckt. Man hört das am Herzschlag auch. Je näher der Killer kommt, desto lauter wird der Herzschlag. Ja. Und ja, dann bleibt einem nicht viel als zu flüchten. Man kann eben dem Gegner, dem Killer so Sachen in den Weg schmeißen. Es ist auch eine gute Idee, durch Fenster zu klettern, denn da sind die Killer immer langsamer als man selbst. Und jetzt habe ich aber verkackt. Zerlegt. Also man muss halt weglaufen, man muss versuchen, sich zu verstecken. Und wenn das nicht funktioniert, dann endet das so wie hier, wie jetzt. Und der Killer muss einen dann, schleppt einen dann durch die Gegend und ja, das spricht für sich selbst. Ah ja, ja. Okay, also das ist der Jason-Typ, nehme ich an. Nee, die sehen alle relativ gleich aus. Das war tatsächlich der Hackeball-Typ. Der hat, glaube ich, der hat auch noch Fallen, die er legen kann. Okay, jetzt hast du es ja in der, sag ich mal, Test-Büro-Situation gespielt. Aber ist das denn so richtig, richtig gruselig, wenn man es mit Kopfhörer spielt? Gruselig würde ich nicht sagen. Es ist Adrenalin aufreibend. Also man wird schon ein bisschen nervös, wenn der Killer kommt, wenn das Herz schneller schlägt, wenn man das hört. Aber wirklich gruselig, unheimlich ist das nicht. Jetzt sind wir hier gerade in den zweiten Clip gesprungen, man hat es kurz gesehen, man sieht jetzt eigentlich nur noch mein Ende. Man kann an diesem Haken durchaus noch entkommen, man könnte einen Fluchtversuch starten, allerdings ist unter mir eine Falle platziert. Und das ist nämlich das, was alle Kollegen gesehen haben. Also man hat nur gemerkt, wie du mit deiner neuen mechanischen Tastatur wie ein Blöder auf die Leertaste gehämmert hast. Und alle waren genervt und haben geschaut und ja, du hast vergeblich versucht, dem da auszuweichen und es nie hinbekommen. Genau. Das ist dann quasi das Ende. Also mir könnte jetzt die ganze Zeit noch geholfen werden von den anderen Spielern. Das ist das, okay, was man sagen muss. Okay. Einige Killer nutzen das dazu. Die sind sehr verpönt in der Community, die Leute auf dem Haken zu bekämpfen. Ja. Und deswegen ist es manchmal gar nicht so gut, sofort zu flüchten, sondern man bleibt dann lieber hängen, zappelt ein bisschen rum und gibt den anderen dadurch eine Warnung, so hey, pass auf, der Typ ist eh noch bei mir. Und die müssen dann eben versuchen, weiter die Generatoren anzuwerfen, um letztendlich zu flüchten. Okay, das wäre nämlich meine nächste Frage. Du hast schon
angesprochen, dass man sich gegenseitig heilen kann und dass man da jetzt auch helfen kann. Wie ist denn der Koop-Aspekt von dem Spiel? Also wie sehr hilft man sich da wirklich oder arbeitet an Teamstrategien, versucht irgendwie Mindgames zu spielen mit dem Killer? Das ist eigentlich mit dem, was ich jetzt geschildert habe, schon zu Ende. Es gibt keinen Voice-Chat. Zumindest nicht, soweit ich das feststellen konnte. Also es gibt keine große Absprachefunktion, sondern man rennt so nebeneinander her. Und hilft sich oder hilft sich auch nicht, ist es immer die große Horrorfilmfrage. Bleibt man zusammen oder trennt man sich? Aber ist ja cool, wenn sie das im Spiel umgesetzt haben. Ja, also es ist schon ein bisschen ein ganz, ganz cooles Gefühl, eben auf der Flucht zu sein und sich wirklich zu überlegen, ja, bleibt man zusammen? Dann ist man natürlich, wenn der Killer einen entdeckt, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass er einen erwischt, relativ hoch. Ja. Und jetzt spielst du hier als Killer, ne? Und jetzt spiele ich hier als Killer, genau. Als dieser Hackeball-Typ, der eben als Spezialfähigkeit hat, der eben die Möglichkeit, diese Fallen auszulegen. Und man sieht, ich sehe die Position der Generatoren angezeigt. 5 Stück müssen die Überlebenden übrigens aktivieren. Und das dauert eine ganze Zeit. Es gibt aber auch keine Zeitbegrenzung für die Runden. Also man kann sich durchaus Zeit lassen. Okay. Genau, sonst sehe ich aber nichts. Und man sieht zwischenzeitlich, wenn mal irgendwo so ein Generator explodiert, dass mir das eben angezeigt wird. Und dann weiß ich, okay, da in der Nähe ist was. Und hier habe ich gerade einen entdeckt, der sich da in der Ecke versteckt hat. Das ist schon ein relativ cooles Gefühl, wenn man da hinterher jagt. Jetzt habe ich ihn aber schon wieder verloren. Also man hat auch gesehen, die Perspektiven sind unterschiedlich. Also als Überlebender oder als Opfer spielst du aus der Third-Person-Perspektive und als Killer aus der First-Person hast deswegen eine deutlich eingeschränktere Sicht. Ja. Und das macht sich wirklich bemerkbar. Also das ist schon relativ schwer, den so Leute zu verfolgen und da muss man schon genau aufpassen. Also würdest du sagen, die Balance stimmt? Das Verhältnis zwischen Killer und den 4 Mitspielern? Ja, es ist echt schwer einzuschätzen. Okay. Es hängt dann, steht und fällt wirklich mit dem Skill der Leute. Mm. Also wenn du einen Killer hast, der es drauf hat, dann ist es echt schwer, dem zu entkommen. Andererseits muss er halt auch wirklich eigentlich, um vollständig zu gewinnen, alle 4 Leute erwischen. Und wenn die Überlebenden sich clever anstellen und sich immer verteilen oder einer eben ihn ablenkt und währenddessen sich die anderen um die Generatoren kümmern, dann ist das halt, dann können sie es schaffen zu gewinnen, wenn auch vielleicht da 1 oder 2 bei drauf gehen. Und jetzt gibt es ja derzeit ein anderes Spiel, das ganz ähnlich ist, nämlich das offizielle Freitag der 13. Spiel, das aktuell entwickelt wird. Da gab es auf der E3 auch erstes Alpha-Gameplay zu sehen, wo ich mir dachte, das hätten sie wahrscheinlich besser nicht gezeigt, weil das wirklich noch nicht gut aussieht. Wie polished ist denn das Spiel? Das hat noch sehr, sehr ganz schöne Ecken und Kanten. Es ist nicht im Early Access, also es ist schon voll erschienen, aber es kommt schon noch zu ganz ordentlichen Lags. Ich finde auch von der Optik sieht das echt nicht besonders toll aus, die Animationen und so. Es gibt auch hier und da noch irgendwelche kleinere Bugs und Glitches. Okay. Ich habe eigentlich auch, und man sieht das hier auch mit diesen Clipping-Fehler und so, das ist da zum Beispiel, hat man sie jetzt gerade sehr schön gesehen. Also es ist nicht so polished. Es funktioniert ganz gut eigentlich, so im Groben und Ganzen, aber es hat schon Ecken und Kanten. Und ich habe auch gedacht, das sei eine Indie-Produktion, ehrlich gesagt, auch von der optischen Qualität. Ich auch. Ist es aber gar nicht. Das Studio ist Behavior Interactive, heißen die. Die sagen einem so vielleicht nichts, aber die haben schon extrem viele Portierungen, Konsolenportierungen für Spiele gemacht. Also es ist ein sehr, sehr erfahrenes Studio eigentlich. Und es wird gepublished von jetzt Starbreeze, genau. Also die Payday-Leute. Publisher und Macher. Na dann. Dann vielleicht ein abschließendes Fazit, wie gefällt es dir? Es gefällt mir ganz gut, zumindest für ein paar Runden. Ich glaube, auf relativ kurze Zeit wird es dann doch ziemlich eintönig, weil die Möglichkeiten, die man gerade als Überlebender hat, doch sehr, sehr eingeschränkt sind. Die Runden laufen immer relativ ähnlich ab und es gibt jetzt auch keine verschiedenen Spielmodi, sondern das, was man jetzt hier gesehen hat, ist genau das, was es im Spiel gerade gibt. Okay. Die Maps sind eben alle irgendwie dunkel und verwinkelt und so, aber es gibt überall nur diese Generatoren zu aktivieren und dann zu fliegen. Also das ist alles, was man da macht. Und dementsprechend, ich kann mir vorstellen, dass es eben durch Twitch und durch Gronkh und Let's Play ein bisschen gepusht wurde. Sehr, sehr gepusht wurde das Spiel, weil es sich dafür auch unglaublich gut eignet, weil es einfach Spaß macht, dazu zu gucken, weil es spannend ist, weil es, wie gesagt, den Adrenalinpegel hochtreibt. Jetzt zum selber Spielen ist es, wie gesagt, ein paar Runden ganz nett, aber wirklich lange kann mich das, glaube ich, nicht reizen, trotz des, muss man sagen, doch ziemlich umfangreichen Update-Systems. Na, dann danke ich dir auf jeden Fall schon mal für deinen Einblick hier und wir hoffen einfach auf mehr Patches und mehr Content und dann schauen wir mal weiter. Genau. Bis bald.